Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Tom Talk. Heute sind wir auf dem Weg zur größten österreichischen Motorrad-Demo zum Thema Motorrad-Fahrverbote in Tirol und an anderen Strecken. Nicht nur, dass wir in Tirol mittlerweile schon die ersten Streckensperrungen haben bzw. Einschränkungen durch die 95 dB-Regelung, nein, auch in Wien gibt es die aktuellen Anlässe, dass die Dopplerhütte gesperrt werden soll und viele andere Motorradstrecken. Heute demonstriert ganz Österreich oder viele österreichische Motorradfahrer hoffentlich gegen diese Streckensperrungen. Ich bin mit meinem oberösterreichischen Kamerajungs und Mädels schon auf dem Weg nach Wien. Es ist 6 Uhr morgens, wir sind top motiviert und hoffen auf eine große Anzahl an Besucher. Und eins möchte ich gleich vorwegnehmen, vielen Dank an die Organisatorin, die sich das Ganze angetan hat. Ich habe schon befürchtet, dass wir in Österreich keine Demonstration dafür bekommen. Und mal schauen. Ich hoffe auf über 1000 Menschen, aber mal sehen, wie viele es wirklich werden und ob wir danach in den Nachrichten sind oder ob wir danach einfach, so wie in Deutschland, das geschrieben wird, wir protestieren für Lärm, beziehungsweise Lärm mit Lärm. Das ist eben ganz und gar nicht so, sondern es geht primär darum, dass wir weiterhin uns frei bewegen dürfen, dass wir weiterhin da fahren dürfen, wo wir fahren wollen. Wir zahlen alle Steuern auf öffentlichen Straßen, sollte das kein Problem sein, aber deswegen heute auf nach Wien. Freunde, ich melde mich hier aus dem Schnitt. Einige Tage ist es her, dass es in Wien die allererste Motorraddemo gab und ich wollte die mediale Berichterstattung abwarten, was da so kommt von den Medien. Und ich war erstaunt, es ist kaum was gekommen, obwohl sehr viele Motorradfahrer waren. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, dieses Video online zu stellen, einfach um meine Stimmung zu zeigen, meine Erfahrungen mit dieser Demonstration und vor allem auch den ein oder anderen Biker zu zeigen, weil dort waren wirklich alle vertreten. Die Demo rollt hier langsam ein und wir wollen mal schauen, wo es dann hingeht. Es scheinen nicht sehr wenig Motorräder zu sein, also der Parkplatz, der hier ist, wird garantiert voll. Also abwarten, was da losgeht. Das Starke ist eigentlich das, dass trotz diesem geilen Wetter und obwohl man zur kalten Küche, zur Dopplerhütten oder wo auch immer heute fahren hätte können, sich unzählige tausende Biker versammelt haben, um heute hier ein Zeichen zu setzen gegen dieses Fahrverbot. Und was mir auch richtig taugt, ist, dass es einfach eine Vielzahl an Bikes ist. Egal welche Kategorie, egal ob Harley-Davidson, 125er, A2-Bike, alles kommt hierher. Der Parkplatz füllt sich innerhalb von Minuten und wie man sieht, es ist noch kein Ende in Sicht. Tausende Biker hier in Wien, das ist schon eine ziemlich krasse Sache und es zieht einem schon die Gänsehaut nach oben. Freunde, ich muss ja ehrlich gestehen, es ist ein Wahnsinn, was sich hier angesammelt hat. Seit 20, 30 Minuten kommen die Motorräder hier auf den Parkplatz an, trudeln ein. Man sieht es, glaube ich, hier, wenn man hier in die Gruppe schaut oder in die Masse schaut, wirklich viele Motorradfahrer haben sich eingefunden und man muss auch sagen, von Reitwagen, von 1000 PS, alles Mögliche an Magazinen, YouTubern, Influencern und auch alle anderen, die täglich zur Arbeit fahren, die täglich sich bewegen, sind hier unterwegs. Und besonderer Dank gilt natürlich an die Veranstalterin, die das Ganze möglich gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte schon, nur Deutschland bringt diese Demonstration zusammen. Nein, jetzt haben wir auch die allererste richtig ordentliche Demo in Österreich zu diesem Thema und wir haben wirklich ein Zeichen auch gegen diese Ausgrenzung gesetzt für die Biker. Und ich hoffe, dass es auch an den richtigen Stellen ankommen, dass auch medial da draußen nicht so wie in Deutschland Schlagzeilen gibt, sondern dass es einfach so gesehen wird, wie es ist, dass wir einfach auch weiterhin dort fahren wollen auf den Strecken und vor allem keine weiteren Streckensperrungen akzeptieren werden. So Freunde, ich habe mich jetzt einfach mal in die Demo reingeworfen und wir waren gerade am Parkplatz. Ihr seht es eh, hier geht es eine lang runter, alles steht noch. Das ist unpackbar. Also, so viele Biker auf einen Haufen hat man, glaube ich, lange nicht mehr gesehen, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten und man muss auch hier sagen, es ist das Schöne, im Freien kann man sich auch für sowas treffen und kann sozusagen hier dabei sein. Ah, Wahnsinn, echt arg, also eine Masse an Motorrädern, das ist schon geil, das taugt mir richtig. Es haben sich hier ca. 4000 Biker versammelt, die hier auf dem Parkplatz stürmen. Man muss auch dazu sagen, eigentlich hätte ich mir ja eine Polizei-Ducati heute erhofft. Aber leider haben sie sich nicht hergetraut mit den Polizeidukatis. Aber egal, alles ist hier am Start, alles benimmt sich, alles fährt zivilisiert herein und das ist einfach eine coole Sache. Als Medium kann man sich halt einfach nur als Fläche bieten oder als Reichweite, um das zu präsentieren und eben die Leute darüber zu informieren, dass wir uns nicht als zu leichtes Opfer der Politik darstellen, sondern uns zur Wehr setzen, auch im Sinne von, dass wir demonstrieren gegen dieses Fahrverbot, beziehungsweise gegen drohende Fahrverbote auch.
sondern Feuerfahrverbote, die auch in der Diskussion sind, sind halt einfach komplett zerstörerisch. Und auch wenn man sich den Tiroler Kreis anschaut, woher dieses Fahrverbot kommt, haben wir ein Problem. Im Umkreis von diesen Fahrverboten, die aktuell entstanden sind, in ca. 1000 Kilometer Umkreis ist die fast gesamte europäische Motorradindustrie versammelt. Ducati, KTM, alle möglichen BMW sind alle aus dieser Region. Und wenn man das dort macht, dann gehen auf jeden Fall einige Arbeitsplätze verloren. Doch wichtig ist auch, dass wir Biker uns ganz klar auch dazu bekennen, dass wir auch einen Teil zu der ganzen Situation beitragen, wie sie aktuell ist. Es muss sich auf jeden Fall ein Dialog entwickeln mit den Verantwortlichen, mit den Menschen hinter dieser ganzen Thematik. Demonstrieren ist schön und gut, aber wir brauchen auch den Dialog mit der Politik und wir brauchen auch den Dialog mit den Anwohnern aus dieser Region. Selbst die Polizei Österreich hat mit den Fahrverboten in Tirol definitiv Probleme. Die Ducati-Motorräder, die wir leider schmerzlich heute hier vermissen, sind nämlich in Tirol ab sofort verboten. Sie haben nicht über 95 Dezibel. Daher dürfen die dann auch nicht mehr fahren, aber die Kawasaki und Honda Modelle, die wir hier im Hintergrund haben, die dürften hier noch fahren. Nichtsdestotrotz, schade, dass heute keine Ducati hier steht, denn das würde auch ein echtes Zeichen setzen. Es ist auf jeden Fall aufmerksamkeitserregend. Alle Leute mit dem Handy heraus winken, freuen sich, dass sie uns sehen. Die Frage ist, ob die Leute überhaupt wissen, um was es heute hier überhaupt geht, weil es nicht klassisch wie eine Demo ist, wo du sagst, okay, man sieht, sage ich mal, wofür man demonstriert, sondern wir sind halt alle viele Biker, die hier in der Kolonne fahren. Ist die Frage, ob man das so später dann wahrnimmt als Demonstration oder einfach als krasse Bike-Ausfahrt. Also da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, wie sich das in Zukunft auswirkt, beziehungsweise wie das dann auch medial aufgearbeitet wird. Ja Freunde, ich muss ehrlich gestehen, heute winken sie uns alle zu, das muss man so sagen. Wenige, die uns hassen, dafür wahrscheinlich nur die Autos, die im Stau stehen. Viele skeptische Blicke sind aber auch dabei und viele Menschen, die gar nicht wissen, um was es heute geht. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwer, der was sich nicht mit dem Motorradthema befasst, der vielleicht gar nichts von dieser Demo mitbekommen hat, der muss sich dann klassisch über die Medien informieren, um was es da eigentlich überhaupt geht, weil jetzt sehen die alle nur, ja, als Haufen Motorradfahrer, die hier durch die Gegend cruisen. Aber was bedeutet das wirklich? Und warum setzen wir das Zeichen eigentlich? Ich glaube, das ist das, was das Wichtigste eigentlich ist, dass das in den Medien kommuniziert wird, dass wir das sozusagen auch als Unterstützung dann sehen. Denn Motorradfahrer ist definitiv ein Wirtschaftsfaktor. Das brauchen wir gar nicht bestreiten. Das ist ein Fakt. Und deshalb, ja, mal schauen. Mal schauen, wo das alles hinführt. Was diese Demo aber auf jeden Fall zeigt, und das finde ich sehr gut, ist der Zusammenschluss der Bikergruppen. Eben vom Moped bis zur 1000er Supersport, Harley, ist alles hier vertreten und fährt auch alles mit und kümmert sich sozusagen auch organisatorisch. Gibt es Harley-Fahrer, organisatorisch gibt es Supersportler-Fahrer, die sind eh gerade an uns vorbeigefahren. Aber auch Adventure-Motorradfahrer, alle, und das nicht so wie im Internet oder wie in den Kommentaren meistens mit diesen ewigen Schuldzuweisungen, das sparen sie sich Gott sei Dank. Und einfach mal ausschauen, es ist schon krass, die Polizei sperrt alles ab, die Polizei ist da voll im Gange. Und ich bin gerade mega glücklich, ich habe eine Tankstelle gefunden. Sprudel! Ich krieg Sprudel! Yes! Ich würde mal sagen, das ist doch mal ein Bild für Götter. So viele Bikes hier versammelt. Kann doch mal erzählen, wie viele Bikes das sind. Zurück und nach vorne. Alles nur Motorräder. Sehr geil. Stalkt man. Tja, Freunde, und was hat sich jetzt diese Demonstration gebracht? Ich habe auch da wieder ein bisschen Rücksprache gehalten, habe da jetzt auch extra noch ein bisschen Zeit laufen lassen, damit ich einfach das euch auch sagen kann. Die Verantwortlichen von beiden Seiten sind bereit, sich an einen runden Tisch zu setzen. Und das ist schon mal ein sehr großer Schritt gewesen. Wie schon im Video erwähnt, ist die mediale Berichterstattung eher mau gewesen. Das ist für mich jetzt auch so verkraftbar, sage ich mal. Aber natürlich wäre es toll gewesen, wenn wir da auch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen haben, weil ich kann schon Motorradfahrern sagen, warum das blöd ist, ein Verbot für Motorradfahrer zu entwickeln. Aber man sollte eben auch die Leute erreichen, die mit dem Roller jeden Tag zur Arbeit fahren, die sich frei bewegen wollen. Ich erinnere dann nur an die Sperrungen von ganz Wien, also vom inneren Kreis, wo man dann selbst mal nicht mal weiß, ob man da noch mit Elektroroller reinfahren darf. Also ganz wilde Sachen passieren da, aber die Demo hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Bewegung in die ganze Sache gebracht. Und auch wenn die Polizei von 4000 Bikern, glaube ich, gesprochen hat schlussendlich und die Berichterstattung dann von ein paar hundert Bikern berichtet hat, bin ich sehr froh, dass wir so viele waren und ich sage einfach Danke. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, diesen Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Und
Wenn ihr die Motorrad-Doku euch anschauen wollt zum Thema Fahrverbote, könnt ihr einfach hier drüben hinklicken, dann kommt ihr zum Fahrverbotsvideo. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch.